Wir sind heute bei der Rettungshundestaffel Breisgau-Ortenau und wollen mal schauen, wie so ein Tag abläuft. Neben mir steht die Manuela. Hallo Manu. Hallo Matze. So, was passiert denn heute? Ja, wir sind heute hier zusammengekommen, um euch mal zu zeigen, was die Hunde alles lernen müssen, wie sie suchen, wie die Ausbildung ist. Also eure Fragen beantworten, was ihr wollt. Und wir werden dich dann auch mal im Wald aussetzen. Mich aussetzen im Wald? Okay. Aber keine Angst, wir schicken einen Hund, der dich findet. Wir haben genug Hunde da, die mich garantiert finden werden. Ja, dann schauen wir uns mal den Tag an heute hier. Okay, sehr gern, dann kommt mal mit. Was kann man denn machen, dass man einen Hund auf den Ernstfall vorbereitet? Ja, Lektion 1 ist für den Hund, dass er weiß, dass wir Menschen suchen, dass das der Suchauftrag ist. Hier gibt es Geräte, an denen man dem Hund beibringt, vor allem jetzt für die Trümmersuche, dass es nicht schlimm ist, wenn sich mal was bewegt, dass man keine Angst haben muss, dass man aber langsam laufen soll, wie auf der Wippe. Da geht es nicht, der Hund rennt drüber, sondern sobald sich die Wippe bewegt, muss er kurz verharren und weiterlaufen. Dann schwierige Untergründe wie dann auf der Leiter. Ist ja jetzt nicht das übliche Terrain für einen Hund, dass er über so eine Sprossenleiter läuft oder eben auch mal in die Höhe hoch auf einem Brett und dann wieder auch wieder runter. Es gibt tatsächlich auch Hunde mit Höhenangst, das kann man auch. Und was man auch in der Fläche braucht, in den Trümmern auch, aber auch in der Fläche, dass man den Hund punktgenau irgendwo hinschicken kann. Und das üben wir mit dem sogenannten Detachieren, indem man den Hund auf so einen Tisch schickt und von einem zum anderen und wieder zurück oder auch im Wald mal auf den Baum und solche Sachen. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt alleine im Wald liegen. Was würde der Hund dann machen in dem Moment, wenn er mich findet? Das probieren wir jetzt mal aus. Also, ich muss ja sagen, ich hatte jetzt im ersten Moment Angst. Vor allem, wie man die großen Zähne da sieht. Was gibt's denn als Belohnung? Tortellini. Tortellini, ist der Italiener? Nein, aber einfach ein verfressener Labrador. Nicht nur im Gelände sollte sich ein Hund gut auskennen. Nein, natürlich ist auch ganz, ganz wichtig das Gehirn und der Geruchssinn. Silvia steht neben mir. Silvia, was machen wir jetzt gleich? Wir arbeiten jetzt dann gleich an der sogenannten Geruchleiste. Mhm. Da unterscheidet, also da findet der Hund genau diesen Geruch, den ich möchte. Für ihn jetzt, er ist ein Flächehund oder auch für die Trümmerhunde, machen wir das anhand einer Zitrone. Also er sucht in Anführungsstrichen die Zitrone. Mhm. Das zeigt dann in den Trümmern zum Beispiel explizit und viel genauer, wo der Geruch austritt. Also er bellt da nicht wild in der Gegend rum, sondern zeigt, da kommt der Geruch raus. Wie lange braucht denn ein Hund, bis er das kann? Also die Geruchleiste mit der Zitrone, das geht recht schnell, weil der Hund ist prädestiniert, dass er einfach mit der Nase arbeitet. Und darum kann der das nach 2-3 Mal, weiß er eigentlich schon, um was es geht. Da, 5 ist die Zitrone. Odin, wo ist? Jawohl, gut. Ja, bitte, das war die 5 und... Du hast die Zitrone gefunden. Ja, gib mir mal 5, komm. Jawohl. Funktioniert. Sehr gute Arbeit. Und jetzt wird's für mich auch ernst. Ich werde jetzt im Wald versteckt. Der Hund muss mich gleich suchen. Umso mehr ich da dran denke, muss ich wirklich sagen, bekomme langsam richtig Gänsehaut und ich hoffe, dass ich jetzt auch wirklich gefunden werde. Stefan meinte, ich soll dahin, wo es am dichtesten ist. Also dann laufen wir da mal rein. Sind hier irgendwie Brennnesseln oder nee, ne? Also ich habe die Info bekommen, was wir absuchen müssen als großes Gebiet. Und ich teile jetzt die Gebiete für unsere Teams ein. Okay. Wir suchen eine männliche Person, hat ein weißes T-Shirt an, die hat direkt eine Brille. Okay. Körperlich müsste eigentlich fit sein, also deshalb ist es ein wenig merkwürdig, dass die Person weg ist. Dann und ihr seid jetzt Team 1. Okay. Gut, wir melden, wenn wir am Startpunkt sind. Genau, so ist. Gut, melden wir uns erst mal im Auto ab. Gut, ja, dann viel Erfolg. Dankeschön. Dann Hund holen. Yep.
Ich hoffe, dass mich die Rettungshundestaffel jetzt wirklich gleich findet. Hab echt Schiss, wenn man allein im Wald liegt und keiner da ist. Weißt du, wie sehr ich mich auf dich gefreut habe? Weißt du, wie sehr ich liege über eine halbe Stunde hier und du warst so schnell bei mir? Ja, Buddy, prima. Grüß Gott. Hallo. Hallo. Oh. Ich muss erst mal... Hoppala. Oh Gott. Sehr gut. Ich muss sagen, ich fühle mich echt erleichtert. Boah, ich bin irgendwie total benebelt gerade. Dass ihr mich wirklich gefunden habt. Ich glaube, 10 Minuten länger hätte ich hier nicht mehr liegen können. Vielen lieben Dank, Bagheera. Danke fürs Retten. Wir sind Freunde fürs Leben. Versprochen. Ja, vielen Dank natürlich auch an die Rettungshundestaffel Breisgau-Ortenau für den tollen Tag, den wir hier erleben durften. Wir haben wirklich sehr viel gelernt. Und was ich nur auf den Weg mitnehmen kann, ist, wenn man ganz alleine im Wald liegt, bekommt man wirklich Angst. Und man ist dann echt froh, wenn so ein Held kommt. Mua! Dankeschön!